Monkey Face gefunden. Nicht ich. Ne, der da oben. Also Affenkopf heißt das. Affe. Nee, Affengesicht. Tête de singe für die Franzosen. Tête oder Gesicht? Visage. Das heißt Monkey Face, nicht Monkey. Ja, Monkey Kopf. Face. Ist egal. Tête de singe. Recover your eyes, this one's for you. Wir sind hier übrigens am Mount Hood. Da. Und vor uns ist das super schöne Fotomotiv der Trillium Lake in Oregon. Schön hier. Listen to my drums, I beg. Wir sind jetzt angekommen in Idaho, bekannt für seine vielen Hot Springs. Und heute schauen wir uns mal hier am Fluss so eine schöne Hot Spring an. Es ist zwar ein bisschen heiß dafür, es sind schon 30 Grad. Mal gucken, wie das so wird. Aber es soll sehr, sehr schön sein. Deswegen gehen wir da jetzt hin. Is what I get from you. No matter how hard I get the blues, you keep me steady, yet loose. When we end deciding games, and we don't pull them both ways, we can do it, we can do it. I know we'll find the missing frame, sideways up or down, it's all. Leute, Luisa dachte, die hat die perfekte Kleidung für unsere Wanderung. Das war nicht der Fall. Es ist ihr zu heiß. Und sie hat natürlich jetzt was durchstarrt. Ich gebe meine Unterhose, damit die das tragen kann. Ja, hier. Wo ist mein Taschentuch? Aber irgendwas piekst mir hier. Sexy, oder? Oder? Hast du das? Obersexy. Und ja, ich habe natürlich keine Unterhose mehr. Die fährt ja immer noch sein normales Short. Da merkt gar niemand was. Ist doch perfekt. Oder? Was sagst du? Ja, ja, schon perfekt. Nächstes Mal überlegst du dir was, bevor wir starten. Thank you.
tatsächlich der 14. Juni heute. Videos kommen immer mit ein bisschen Zeitverzögerung, aber Aufnahmedatum 14. Juni. Und es liegt immer noch so viel Schnee. Ich frage mich, wann das mein Ende hat. Ey. Jede Wanderung ist einfach zur Hälfte im Schnee. Fish Lake, immer noch in Idaho, und wir müssen sagen, es ist echt einer der geilsten Seen, die wir bisher auf der Reise erlebt haben. Ist wirklich mega, mega schön hier. Leute, das waren Oregon und Idaho. Yay, Idaho! Das war echt cool und es steht gar nicht so auf der typischen Touri-Route. Sollte es aber. Hat es echt verdient, war mega schön. Genau, und in Oregon, dieser Wasserfall war wirklich der Wahnsinn. Hat mir wirklich gefallen. Ja. Genau, wenn euch Idaho genauso gut gefällt wie uns oder wenn unsere Videos euch gefallen, dann lasst uns doch ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und immer dran denken, man lebt nur einmal. Tschüss.